Hallo, liebe Freunde von Photoshop und sonstigen Dingen, die man für Bildbearbeitung benötigt. Man kennt es, man macht ein Foto, vielleicht mit einer Bridge-Kamera, so wie in diesem Fall, und denkt sich, wow, was für eine tolle Abendstimmung, wie toll schaut es eigentlich aus. Das Auge sieht irgendwas, was absolut faszinierend ausschaut, und was macht die Kamera draus? Je nach Kamera, natürlich im Automatikmodus meistens, sie macht irgendwas, was nicht ganz so ausschaut, wie das, was ich eigentlich gesehen habe. Es liegt einfach daran, dass eine Bridge-Kamera zum Beispiel immer hinterher irgendwie noch eine Bildbearbeitung mit drin hat, die quasi das Bild neu erfindet. Ja? Zum Beispiel im JPEG-Format komprimierte Dinge, manche Bridge-Kameras können halt einfach kein RAW, schaut es dann immer irgendwie nicht mehr ganz so aus, wie es eigentlich ausgeschaut hat. Jetzt gibt es bei Photoshop einen Haufen Möglichkeiten, solche Bilder nachzubearbeiten. Wir schauen uns jetzt heute mal in einem sehr kurzen Tutorial an, wie man solche Bilder optisch noch ein bisschen aufhübschen kann. Vor allem, dass also diese ganzen Details, die man eigentlich mit bloßem Auge sieht, dann trotzdem irgendwie noch rauskommen. Denn hier sieht man, wenn man das Bildchen mal anschaut, eine sehr flache Verteilung der Farben, wenig Kontrast. Das liegt einfach daran, dass die Kamera versucht, über die Messpunkte, über das Kontrastmessverhältnis den Autofokus festzulegen und dann über ein Farbmesssystem oder auch über das Belichtungssystem dann eine sehr flache Szenerie zeichnet, weil sie eben nicht weiß, ja, aber auf was legt er denn jetzt Wert? Ja, was will er denn jetzt? Noch sind die Dinger nicht intelligent. Also ich persönlich hoffe eigentlich, dass das auch so bleibt, weil wir, wie sie schon mit einer Kamera über den Sinn des Lebens unterhalten. Ja. So, also, was kann man tun? Wir haben hier in der oberen rechten Ecke einen Haufen Zeug, was man tun kann. Aber es gibt eigentlich ja, bei Photoshop, um schnell irgendwas, zum Beispiel so einen kontrastarmen Abendhimmel, zu verbessern, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben hier auf der rechten Seite dieses Color Lookup Fensterchen oder Symbol. Wenn ich da mal draufklicke, dann macht sich ein neues Fenster auf und dann habe ich hier den obersten Reiter und dann habe ich einen Haufen Möglichkeiten, was zu verändern. Ja. Eines für mich oder was ich in diesen Fällen gerne verwende, ist dieses Fuji-Gedöns hier, Real A 500D Kodak 2393 blablabla, bei Adobe. Ja? Ich klicke das jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn man das anklickt, passiert Folgendes. Es wird also eine Bildbearbeitung über dieses Foto gelegt, was Folgendes macht. Das erste Mal werden alle dunklen Bereiche ein bisschen hervorgehoben, indem sie noch weiter abgedunkelt werden. Das sieht man also hier. Es ist also eigentlich eine Kontrastverbesserung oder eine Kontrastüberreizung im Grunde genommen. Und wenn ich das mache, dann kann ich also hier schon ein paar mehr Details sehen. Der zweite Punkt, den man machen sollte, sind die Gradationskurven. Das ist überhaupt das Gerät, was man eigentlich, ja, wie soll man sagen, das ist das täglich Brot bei Photoshop. Gradationskurven, das ist irgendwie genauso wie Soße bei Schweinebraten oder was weiß ich, Reifen bei Autos. Ja. Wenn man jetzt mal die Verteilung, also die Belichtungsverteilung anschaut, dann sieht man also, dass wir im mittleren Bereich eine absolute Überbelichtung haben, also dass das hier steil nach oben geht. Aber hier in dem Bereich haben wir also ein sehr stark abfallendes Teil. Das liegt jetzt teilweise auch daran, dass die Kamera halt einfach das nicht richtig eingemessen hat. Wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich die Kurven hier mal runterziehe auf einen Bereich, der dieser Kurve entspricht, die die Belichtung abbildet, dann sieht man also plötzlich, dass man also wesentlich mehr Details bekommt. Ja, man darf es nicht überreizen, denn bei der JPEG-Komprimierung haben wir ein Problem. Ich kann euch das kurz mal zeigen. Wenn man hier mal näher reingeht, dann sieht man also hier Artefakte. Diese Artefakte, die entstehen, wenn die Kamera, also dieses Foto, als JPEG abspeichert, aber irgendwas erfindet. Ja, also diese Erfindungsreichtum bei den, zum Beispiel auch bei den Bridge-Kameras oder auch generell, wenn bei JPEG fotografiert wird oder wenn die Kamera nicht so hochwertig ist, führt uns eben zu diesen schrecklichen Artefakten. Aber in Zeiten von Photoshop und Co. und in Zeiten von Facebook und Co. ist es eigentlich gar nicht so wichtig, dass diese Artefakte komplett verschwinden. Man könnte natürlich jetzt mit Weichzeichnung, Scharfzeichnung das Ganze irgendwie hinbekommen, man könnte ja Rausch entfernen und drüberlegen, es wäre alles möglich, aber man braucht es im Grunde genommen nicht. Denn wenn man mal Facebook-Fotos zum Beispiel anguckt und so weiter und so fort, die sind klein, meistens werden sie auf hochauflösende Displays angeguckt, eben zum Beispiel wie hier zum Beispiel iPhone oder irgendwas. Ja. Und wenn man das also dann mal genauer anguckt, dann stellt man fest, ah ja, eigentlich sind diese Artefakte in der digitalen Welt gar nicht so wichtig. Wenn ich das Ding jetzt allerdings zum Beispiel A4 ausdrucke, naja, dann habe ich natürlich ein kleines Problem. Das war jetzt einmal der zweite Teil, die Kurven. Also noch mehr Kontrast rein, um einfach die ganzen Details noch ein bisschen rauszuholen. Und dann gibt es natürlich noch irgendwas, Farbtonsättigung. Wir haben hier schon eine gute Grundsättigung. Ja, es liegt daran, dass also die Farben relativ gut rauskommen, aber man kann das noch ein bisschen
verbessern. Allerdings nicht so, ja, sondern hier muss man sehr vorsichtig vorgehen. Man muss gucken, dass man also diese ganze Geschichte hier nicht überreizt. Ja. Also wir haben im oberen Bereich diese blauen Elemente und dann haben wir auch noch die Artefakte drin. Und darum muss man hier ein bisschen aufpassen. Ja. Also dass man hier das nicht zu sehr überreizt, weil sonst bekommt man wirklich ein sehr unschönes Moiré rein. Und das führt natürlich dann dazu, dass das Bild also auch nicht mehr so gut ausguckt. Aber man sieht also mit drei einfachen Einstellungen, wenn ich das einfach hier nochmal wegmache, das ist also das Original. Und dann schaltet man einfach das Ganze noch dazu, hat man eine wesentliche Verbesserung des Bildes an sich. Jetzt haben wir natürlich hier unten hier diesen absolut dunklen Bereich, den man jetzt als gut oder schlecht empfinden kann. Es bietet sich halt immer an zu gucken, wenn man so einen Abendhimmel fotografiert und dann hinterher also noch eine starke Bearbeitung durchführt, dass man also vielleicht also diesen Bereich hier komplett weglässt. Ja? Das ergibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, die man immer machen kann, das ist das ganze Schneiden. Und zwar 3:2. Ja? Seitenverhältnis, das eigentlich zum Beispiel bei 15:10 bei Printsachen und so weiter verwendet wird, das ist also dieses klassische Fotoformat. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auf das reduziere, auf was es eigentlich ankommt, ja, also hier zum Beispiel diese kleine Kapelle, die hier oben steht, kann ich also als Punkt nehmen, den ich dann noch ganz leicht mit drauf habe. Ich kann sogar den Horizont hier oder besser die Kuppe dieses kleinen Hügels noch mitnehmen. Ja, was ist noch interessant hier? Das ist noch interessant. Das Ganze ein bisschen verschieben. Man hat ja hier auch also die Bildaufteilung, also diese Drittelteilung, die einem dann ermöglicht, also bestimmte Dinge noch zu stilisieren, um eben dann ein bisschen das Foto noch ein bisschen zu verbessern. Und wenn ich jetzt das Ganze anklicke, dann habe ich also 3:2. Ich habe hier diesen leichten Horizont. Ich habe eine einigermaßen gute Farbverteilung und ich habe also die ganzen Details, die ich in diesem Foto also eigentlich brauche, die eigentlich wichtig sind. Jetzt könnte man noch weitermachen. Ja, also man könnte jetzt zum Beispiel noch Folgendes tun. Man könnte jetzt zum Beispiel also hier noch diese Artefakte noch ein bisschen verbessern. Allerdings zerstört man dann sehr viel vom Bild selbst. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier noch einen Weichzeichnungsfilter drüber lege und dann noch einen Scharfzeichnungsfilter, was man ja tun könnte, dann sieht aber selbst ein Blinder mit Krückstock, dass also hier irgendwas nachbearbeitet wurde. Ich meine, das kann man machen, wie man will. Ja, man kann hier noch was tun und wenn man sich sehr viel Zeit nimmt für so ein Foto, dann wird es auch mit Sicherheit ein tolles Ergebnis. Aber das Thema ist, wie viel Zeit will ich jetzt da hier investieren in so ein Foto und was soll am Ende dabei rauskommen? Die andere Möglichkeit ist natürlich, solche Fotos grundsätzlich mit Spiegelreflexkameras machen, ja, und im RAW-Format fotografieren, denn dann habe ich wesentlich mehr Details, dann habe ich wesentlich mehr Bildinhalt und kann mich hinterher also auch bei der Bearbeitung ein bisschen besser darauf konzentrieren, dass mir also bestimmte Dinge nicht nach oben oder nach unten abhauen. So, das war das Quick-Tutorial zum Thema Abendhimmel. Probiert es einfach mal mit Photoshop aus. Es geht wirklich relativ einfach, hier sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, da was zu tun. Und insofern viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr zum Beispiel mal was wissen wollt zum Thema Photoshop oder irgendwas, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin gern bereit, hier auch ein bisschen auf die Community einzugehen. Ja, ein bisschen, ja, aber nicht zu viel. Ja, ihr wisst ja. Und so weiter und so fort. Ciao, macht's gut.